Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Elgrad. Ja, die Wüste ist fertig gemäht. Mal dazu sagen, die Ecke da oben, die geht aktuell nicht, weil, also die Ecke, weil, ganz einfach, das Land gehört mir nicht. Also ich muss das noch zukaufen mit diesem Bereich. Dann kann er wahrscheinlich bis auf diesen kleinen schmalen Streifen das mähen. Was mir auch noch gehört ist die Ecke, die Bäume da. Muss mal gucken, was da geht, was ich hier machen kann. Aber hier sind Steine überall. Also da ist nicht zu empfehlen, da lang zu fahren. Steine, Bäume kann man fällen. Das sind auch Steine. Hier könnte man vielleicht ein bisschen größer machen, aber das ist ja nicht der Rede wert. Ja, Traktor sieht mistig aus, Traktor ist Tank leer, Tank müsste repariert werden, aber Reparatur würde das Geld nicht reichen. Ja, bald Schwappen bin ich bei. Was natürlich ein bisschen blöd ist, der Ertrag ist nicht besonders hoch. Ne? Wo ist der gerade, wenn Schwappen? Ganz oben. Gucken wir nach. Hier ist ganz schön geht steil bergauf, also von daher hier braucht man kräftige Traktoren, also Großtraktoren im Prinzip, also mit kleinen schwachen wird das nichts. Auch bei Schwatten braucht man entsprechend immer so 400 PS und ganz gut hier. Ich fahre ja gerade bergauf und gerade mal 20 km/h. Ne? Ja, die Ecke ist ein bisschen blöd, aber wie gesagt, das ist ein Kursplay so berechnet. Mal sehen, wie man hinkriegt. Die Fläche ist ja wichtig, ne? Ja, Feldhandkurs habe ich eingefahren mit Kursblech, also mit Hauldreif, mit Gelb. Und ich habe hier unten eine Zufahrt gemacht, richtige Feldzufahrt, habe ich keine gesehen. Von daher von der Straße weg und von der Straße wieder rauf getrennt, ne? Also ich habe eine Abfahrt und Auffahrt getrennt gemacht, hier in dem Bereich irgendwo. Vielleicht mache ich noch eine entsprechende Malung technisch mit ja, mit Feldweg oder mit ja, Braun oder so ähnlich. Ne? Wir brauchen Diesel und ja, C und waschen. Ne? Und dann noch einen Tag müssen wir schauen, ob ich jetzt die Zeit beschleunige oder ich lasse es einfach so laufen. Weil ich weiß nicht genau, ob das Sinn macht. Unsere Wiese ist auch nicht so weit von Wachstum her. Also ich kann auch gerne schon weiter wachsen, um die 100% zu bekommen oder zumindest in Richtung 100%. Die Wiese da aktuell hat im Schnitt 23% Bonus. Es ist nicht viel, es ist im Grunde nichts. Aber ich sag mal ganz vorsichtig, es wird reichen müssen. Ne? Weil die Wiese war ja fertig gewachsen und so, da kann man nichts mehr machen. Also da fehlt Kalk, da fehlt Dünger, komplett zweimal. Pflügen ist klar. Und hier, wie gesagt, muss noch mal ein bisschen wachsen. Das muss die Blumen zu sehen sein. Dann ist es gut gewachsen. Jetzt brauche ich Tankstelle. Müsste hier im Ort sein, glaube ich. Müsste. Da war vorne rechts das eine, glaube ich. Bevor man es mal stehen lässt. Könnt ja schon die Ballenpresse holen, aber der andere Kurs ist ja auch an der Traktor gespeichert, jetzt mit Schwatten. Da wäre ja ganz, ganz blöd oder ungünstig. Ich habe halt Kurs war gespeichert, aber wie gesagt, besser ist ja da, macht sich leichter, wenn der Kurs drin bleibt, ne? Tankt er, ja, tankt. Muss ja sein. Waschen auf jeden Fall auch. Schauen. Kursplay reparierten ja sowieso alleine. Oh, war gut in der Sonne gewesen. Kursplay repariert ihr eh alleine. Und wenn Geld da ist, nicht? Ja, 59. Ja, hier Käserei. Kaufen, ich weiß nicht richtig, ne? Also ob die mehr produziert als meine. Geradeaus. Das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.
So, über die Bahnstrecke, ja. Ja, ich habe das Mähen mal offline gemacht. Das ist einfach zu viel. Die Wiese ist übrigens 16 Hektar, ne? Das kann man jetzt erkennen, theoretisch. Man muss nur reingehen. Das speichert. Und dann klickt man auf CC BY auf. Normalerweise. Gut. Macht er jetzt nicht. Aber normalerweise ist das so. Ja, 16 Hektar in Erinnerung. Vielleicht gerade der Kurs in dem. Doch, eigentlich doch. Ja, egal. 16 Hektar jedenfalls. Braucht lange für. Also eigentlich schade, dass da jetzt nur so ein weniger Tag rauskommt. Ne? Wegen Verdienst. Ne? Es wäre ja schöner, wenn wir ein bisschen mehr verdienen würden. Aber was ich ist nicht, ne? Stellen wir jetzt so fest, ich brauche mehr Traktoren. Dann könnten wir auch mehr andere Sachen machen. Aber wie gesagt, verkaufen ist nicht viel, ne? Und die BGH ist gefüllt. Also da geht nicht mehr. Da haben wir nichts. Kommt ja noch hinzu. Wir haben nichts. Finanziell, damit wir können nichts kaufen, wir können gar nichts machen. Ich habe hier ein Angebot gesehen. Drescher, Mähdrescher. Tja, für 180.000, das wäre der Idealfall. Brauchen nämlich. Tja, ist nicht, haben wir nicht. Gut, dann ist halt so, ne? Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Geld noch verdient. Und ist er scharf? Kann man das schön sehen, ne? Ich habe heute gerade wieder Teile gestrahlt, das sind, das müssten die Dinger sein. Die Bleche, die da aufgeschweißt sind, die kleinen. Die großen Verschleißbleche habe ich früher auch gestrahlt, aber das wird aktuell auswärts gemacht. Also das haben sie vergeben, kann man sagen. Ne? So schön. Muss ich schauen. Jetzt die Wiese wollte ich erst machen, wenn wachsen ist, ne? Also voller Stufe. Sonst machen sie eine Verluste. Wir müssen mal gucken, ob wir genug Kalk da haben. Wir müssen ihn erkalken. Und dann will ich mit Kursplay mal gucken, ob das geht. Anzeigen die Kurse. Das müsste gehen. Ist ein bisschen ungünstig, aber wie gesagt, das geht nicht anders. Auf dem Hof müsste ich eigentlich gelb machen, aber das ist jetzt grundegal. Ja, das muss ich alles wegschieben, also wenn soweit ist, ne? Also soll nach Möglichkeit nichts am Wege stehen. Ah, hier kommt ein bisschen, wie gesagt, planieren, mir fehlt das Geld dafür. Also, sonst würde ich jetzt hier auch planieren, diese Kante, diesen kleinen Hügel. Hügel wegnehmen, ne? Zum Beispiel wäre angebracht und hier halt die Straße und hier vielleicht mal später einen Zaun setzen, also einen Zaun oder eine Hecke eben, dass man einen Abfluss hat, ne? Und hier auch begradigen, also ja, also hier vorbei, man müsste Kalk aufnehmen. Der Kalk ist ja hier, müsste eigentlich erkennen normalerweise und dann wenn Kalkstrahl dran wäre, dann klar, logisch. Gibt's dann gehen. Ne? Wie gesagt, der Gras ist noch nicht so weit. Wenn die Blumen da überall sind, dann ist es besser. Dann ist es Trag höher. Ich schau mal rüber. Oder haben wir. Oh, das ist ungünstig. Sehe gerade. Also für Spatten eine ungünstige Wiese. Also, das ist ungünstig.
Oh, wie soll das funktionieren hier? Oh. Hier müsste ich manuell machen, weil die Ecke mache ich manuell. Das ist, das funktioniert nicht mit Cosplay. So viele Kurven. Da hätte ich einen kleinen Schotter nehmen müssen. Da wäre vielleicht ein bisschen besser gegangen. Da wäre nicht so extrem in der Runde. Das Gelbe kann man jetzt sehen, ist von Alldrive, ne? Das ist ein Feldrandkurs. Oder praktisch, wenn man jetzt irgendwas fahren würde oder entsprechend runterfahren könnte. Dann muss ich hier halt nachher manuell Ballen pressen. Jedenfalls die Ecken, wo jetzt wirklich schlecht zu fahren ist. Wüsste ich mal, na, geht ja auch nicht so gut mehr. Also da, einige Bereiche kann man ein bisschen breiter machen sicherlich, aber da, wo jetzt überall, ja, Steine sind, Felsen, das böse Falle. Bleiben wir ganz vorsichtig. Wenn man da mit den mit rüber fährt, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen das wiederholen. So. Mikrofon gab es immer Probleme. Das haben wir ein bisschen mal geändert. Denken wir ein bisschen besser. Aufgehend war es also. Mikro ist ja ein bisschen so. Naja. Die Headsets, das taucht ja auch nichts dafür. Ne? Von der Klangqualität. Sechse, Mann. Das war ja so nicht geplant, ne? Aber egal. Freitag haben wir für vorgenommen am Freitag. So. Wie gesagt, das lohnt sich hier fast nicht. So, hier ist ja nichts drauf, ne? Ist ja leider so. Gut, jetzt habe ich das manuell gemacht. Muss ich auch manuell pressen. Mal schauen, wo ich das weitermachen kann. Das ist ja jetzt zwei Kurse zu sehen, glaube ich, oder? Eigentlich nur einer zu sehen. So. Ist egal, was ich mache. Es kann verkehrt sein. Ne? Also. Ich würde mal hier starten lassen. Es geht auch darum, dass ich ja Autodrive, Kursplay sage, press mal die Ball. Ne? Darum geht es ja. Da oben, wie gesagt, muss ich ein Nachbarfeld erst kaufen. Und da brauche ich einige, ja, fast 4000 kann man sagen, ne? So. Auf einen richtigen Kurs sucht und findet. Hat er nicht gefunden. Auch nicht. Ach, ist verkehrt rum. Ah, ah, ist verkehrt rum. Okay. Man muss auf die Pfeile achten, dann kann man auch nichts verkehrt machen. Ne? Die Richtung, wo er fahren wollte oder will. Ich mache ja das Vorgewende erst später, weil wegen Ballenpressen ist das besser. So, was ich noch machen könnte, ich könnte schon mal Ballen pressen. Ne? Manuell den anderen Traktor, das wird gehen. Mal schauen, wie er fährt, ob er richtig fährt. Das ist jetzt ein bisschen fraglich. Also muss ich nochmal. Er wird jetzt hier lang zurück unter Hof fahren wollen. Und vielleicht dann da oben, und das soll ja gar nicht sein. Lass mich aber bis hier fahren. Und dann lassen wir hier weiterfahren. Ist hier auch ein Pfeil in die Richtung? Ja, ist in die Richtung.
Hätte ja sein können, ne? Nehmen. Jetzt lege ich meinen Maus-Pfeil im Nachbarmonitor. Kurz ruckeln, Entschuldigung. Ich gucke zurück. Ich muss die Monitore immer verschieben, dann geht die Gefahr nicht ganz so groß. Das ist gefährlicher mit einer Maus, wenn die Maus zu sehen ist. Geht zum Nachbarbildschirm, dann ist es entsprechend. Dann ist es entsprechend weg. Ne? Dann geht das Bild weg, dann ist es. Das Aufnahmeprogramm findet einen Augenblick nichts und dann ist es, obwohl die auch noch weitergeht, aber trotzdem mit kurzen, heftigen Fehlermeldungen. Ne? Also ausgelassene Frames und so Dinge. Jetzt müsste er eigentlich den richtigen Kurs gefunden haben. Hoffen wir, dass er da jetzt wieder zurückfährt und zum Schluss das Nachgewende macht. Jo. So, die Show, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank fürs Einschauen. Jetzt werde ich loslegen und mir die Ballenpresse zurecht machen und dann schon mal Ballenpressen manuell. Und wenn er hier anfängt mit Ballenpressen, hole ich euch da wieder ab. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.